Ja, hier wieder beim Quali und bei Magic Duels Origins. Ja, eine Sphinx namens, nagelt mich nicht drauf fest, kommt zu dir, nachdem sie von dem Vorfall erfahren hat. Diese komische Sphinx ist ein Gedankenmagier und ein politischer Vermittler. Aha. Du verlässt dein Zuhause, um bei ihm zu lernen, in der Hoffnung, dass er dir dabei helfen kann, deine Fähigkeiten unter Kontrolle zu bringen. Er testet häufig deinen Fortschritt. Na dann, lassen wir uns doch mal von der Sphinx testen. Ich hoffe, mit vernünftigen Zeugs in unserem Deck. Ja, die Karten kennen wir alle schon. Wir haben hier wenigstens mal ein Counterspell. Was ich übrigens auch blöd finde. Manche Karten, die man hier zur Verfügung hat im Story-Modus, die kriegt man nicht in sein Kartendeck. Das finde ich irgendwie extrem blöd, weil hier so ein 3-Mana Spontan-Zauber-Neutralisierungs-Spell wäre schon nice to have im, den Decks, die man sich so zusammenfügen kann. Wir haben allerdings auch nur 2 Mana und müssen hoffen, dass wir Mana nachziehen. Weil sonst sind wir nach Turn 2 so ein bisschen blöd dran, aber wir hoffen mal, dass wir gut Nana nachziehen. So, wir dürfen anfangen. Ja, da ist das dritte Mana. Ist schon gut. Ein viertes wäre auch nicht schlecht. So, wir spielen aber jetzt erstmal hier unseren Azur-Magier, dem wir in der letzten Runde keine Karten gezogen haben. Dafür ist der einfach diese Kartenziehfähigkeit zu teuer gewesen. Wir mussten andere Sachen mit unserem Mana machen. Von daher finde ich die Karte auch jetzt nicht so super prickelnd. Eine Karte ziehen für 4 Mana, ich weiß nicht. Das geht auch anders. So. Wir spielen nicht das Blatt wenden, weil der Gegner noch keine Kreaturen draußen, sondern wir werden angreifen für 2 Schaden. Und wenn der Gegner jetzt gleich auch versucht, irgendwas zu spielen, dann werden wir das per Abbrechen verhindern. Oder es zumindest versuchen. Wobei ich mir relativ sicher bin, dass das dann klappt. Da kommt das dritte Mana, das heißt auch potenziell Abbrechen ist vom Gegner. So, was haben wir hier? Wir haben einen 1-5 Verteidiger. Fliegend, den können wir überhaupt nicht gebrauchen, finde ich. Weg damit. So. So, jetzt müssten wir mit 4 einen vernünftigen was Vernünftiges rausspielen können. Ich überlege gerade, ob ich nicht diese Mauer hätte doch hätte zulassen sollen und dann in der nächsten Runde einfach hier bouncen hätte sollen. Ja, wir greifen erstmal an. Ich glaube, das wäre, glaube ich, das Bessere gewesen. Und dann später mit irgendwas anderes, gefährlicheres als die Mauer irgendwie abzubrechen. So, dann spielen wir jetzt das Traumwesen. Und sind jetzt relativ verwundbar für irgendeinen 4-Drop, den er da gleich spielt. Ja, der Rätselhüter. Immer wenn eine Kreatur dich oder einen Planeswalker, den du kontrollierst, angreift, legt der Beherrscher dieser Kreatur die obersten 2 Karten auf den Friedhof wieder ein. Genau, den... eine Kreatur. Also jedes Mal. 1, 2, das heißt 2-mal. Boah, der ist fies. Ja. Den hätte man abbrechen sollen. Herr Koali. Ah, wir haben einen 2. Bouncer gezogen. Sehr schön. Spielen wir noch mal direkt. Und schicken ihm diesen komischen, das komische Abwerfteil da auf die Hand zurück. Angreifen. 4 Schaden für den Gegner. Weil mir das jetzt nicht schnell genug geht. Also wenn ich schon weiß, dass er diese komische Kreatur da hat, die uns potenziell relativ gefährlich werden kann. Oh, hier ist noch was Schlimmeres. Die Glockenturm-Sphinx.
Wenn eine Quelle der Glockenturm-Sphinx Schaden zufügt, liegt der Beherrscher dieser Quelle entsprechend viele Karten oben von einem... Ja, okay, er versucht uns zu millen, nennt man das. Also unsere Karten aus unserer Bibliothek zu vernichten quasi. Und ja, diese dann leer zu machen, was, man verliert das Spiel ja auch, wenn man keine Karten mehr ziehen kann. So, aber wir bouncen ihm auch die Sphinx wieder auf die Hand zurück. So, und können dann jetzt erstmal für 6 Schaden angreifen. Haben dann später noch einen schönen Traumdrachen. Und ich denke, wir liegen mit dem Schaden so weit vorne, dass wir uns leisten können, jetzt auch ein paar Karten aus unserer Bibliothek zu verlieren, wenn wir angreifen. Spielt nicht die Sphinx, sondern er spielt jetzt den. Ist klar, weil dadurch mehr Karten von unserer Bibliothek entfernt werden. Wir haben Abbrechen, das ist ganz gut. Können wir die Sphinx nachher abbrechen. Wir greifen erstmal mit allen an und müssen jetzt ordentlich hier Karten abschmeißen, seht ihr? Aber wir machen 6 Schaden. Und gewinnen das Spiel. Yay! Ja. Nochmal erster Deck aufgewertet. Ja, die besten Karten finde ich in der Bouncer. Das Abbrechen ist auch ganz cool. Traumdrache ist immer nice to have. So. Aber wir machen mal weiter, ne, in dieser Folge. So, die Sphinx glaubt, dass du bereit für eine richtige Mission bist. Als Friedensstifter benötigt er geheime Informationen direkt von der Front. Du sollst ein Rebellenlager infiltrieren, mithilfe deiner Gedankenmagie die Wachen bezwingen und ihnen ihren Schlachtplan in Erfahrung bringen. Das ist irgendwie schlecht gemacht hier mit dem Weiß auf Weiß. Aber gut. So, wieder nur 2 Mana. Wir haben aber den Magier. Wir haben einmal das Blatt wenden. Die Karte, ja, ich weiß nicht, ob ich die gut finden soll oder nicht. Wäre ja nicht so. 3-3 Flieger, das Abbrechen. Wir müssen wieder hoffen, dass wir eine Karte ziehen. Wir dürfen wieder anfangen. Wir schauen mal, gegen was wir hier kämpfen. Gegen Schwarz, okay. Das heißt, wir müssen uns davor in Acht nehmen, dass unsere Kreaturen getötet werden. Mal gespannt, was er denn dabei an schwarzen Karten so spielt. Das zweite Mana kommt. Und es kommt ein Zombie, 2-2, der unseren Magier hier ohne Probleme kaputt blocken kann. Wir haben das dritte Mana. Wir haben das Blatt wenden. Das heißt, wir können ihm Schaden machen, er uns nicht. Das ist ganz cool. Nämlich, das klingt nach so einem Plan. Hm? Angriff. Angriff bestätigen. Gucken, ob er den Zombie behalten will. Ja, möchte er. Okay, wir möchten unseren Magier auch behalten. Das heißt, wir senden hier die Angriffskraft auf 0. Töten den Zombie. Wir haben jetzt leider nicht genug Mana für Abbrechen. Drei-zwei, okay. Sonst kann der nix, ne? Nee. Ja, uns fehlt jetzt Mana. Wir können nicht angreifen, obwohl wir könnten angreifen. Den Zombie vernichten, weil der ist... Ja, also ich glaube, das ist ein guter Trade, ein 3-2 gegen ein 2-1, das finde ich okay. Tauschen Kreatur gegen Kreatur, wenn er blockt. Aber er lässt durch und möchte angreifen. Aber gut, dass wir noch einen Blocker auf der Hand haben. Den Trade mache ich nämlich auch. Der läuft.
So, 4-4. Stärke und Widerstandskraft sind gleich der Sümpfe, die ihr kontrolliert. Ach du Scheiße. Das wäre jetzt wieder was für Abbrechen gewesen. Ja, wie gut, dass wir den hier haben, aber dafür müssen wir... Ja, genau. Ein Mana ziehen. So, jetzt Traumdrache oder den Typi wegbouncen. Der kommt einfach nächste Runde wieder und wir können ihn wieder nicht abbrechen. Hm. Der Traumdrache blockt den natürlich weg. Aber wenn er nächste Runde einen Sumpf spielt, ist der Traumdrache auch hin. Vielleicht ist es dann wirklich sinnvoller, ihm den auf die Hand zurückzugeben. Ich mach das mal. Der geht weg. Auf die Hand zurück. So. Und die beiden greifen an. Ja, und er vernichtet seinen eigenen Zombie. Da bin ich ultra zufrieden mit. Ein 3er Stärke Zombie gegen einen 2er Stärke Magier ist kein Thema. Da kommt wieder der Sumpftyp und wie erwartet mit einem extra Sumpf und als 5-5er. Der ist aber Gott sei Dank auch auf dem Boden. So. Wir können jetzt nicht mehr ohne weiteres angreifen, weil er uns die Kreaturen einfach wegblockt. Und ich finde, wir brauchen die auf dem Boden als Verteidigung gegen den. Das heißt, wir spielen einen Traumdrachen raus. Der 5-5er kann den Traumdrachen nämlich nicht blocken. Und solange er keinen Flieger spielt, kriegen wir jede Runde 5 Schaden durch. Nein, wir wollen natürlich nicht angreifen. 2 Runden lang können wir den einfach wegblocken. Ohne dass... gut, dann sterben halt jedes Mal eine Kreatur von uns. Verzauberte Kreatur erhält -1/-1 für jeden Sumpf. Okay, der Traumdrache ist hin. Schade, schade. Ja, und der 6-6er inzwischen kommt vorbei. Den blocken wir mit dem, damit wir nicht 6 Schaden kriegen. Und spielt er noch eine Kreatur raus? Nein, spielt er nicht. Okay. Ah, sehr gut. Wir können ihn wieder auf die Hand zurückbouncen. Aber wir greifen ihn erstmal an. Ah, wir haben ein bisschen... Ich würde gern mehr Mana haben. So, und die 6-6er geht wieder auf die Hand zurück. Kommt wahrscheinlich als 7-7er gleich wieder. Man kann dann aber erstmal eine Runde nicht angreifen. So, ja, da ist sie als 7-7er wieder. Und noch ein Zombie. So langsam gehen uns hier die Mittel aus. Wir ziehen Mana. Wir haben noch einen Flieger, das ist ganz cool. Wollen wir den Flieger spielen oder wollen wir Abbrechen behalten für irgendwas, was er da noch cool auf der Hand hat? Ich glaube, wir spielen den Flieger, weil wir müssen ein bisschen Druck aufbauen. Eigentlich haben wir die gleiche Situation wie eben mit dem Traumdrachen, nur dass wir ein bisschen weniger Schaden pro Runde machen. Und dass er noch einen extra Angreifer hat, natürlich. Aber den 2-2er würde ich eher durchlassen als einen 8-8er hier jetzt. Gott sei Dank hat er keinen Trampelschaden. So. Ja, wir blocken den wieder mit dem. Kriegen keinen Schaden. Er behält sich den hier zurück. Aber der, gut, der kann auch nicht fliegen. Totengräber. Okay, was holt er sich denn da wieder? Holt sich den 3-2er wieder. Okay, das ist jetzt natürlich... Jetzt hat er ja ordentliche Bodenstreitmacht, die auf jeden Fall mehr Schaden macht als unser 3er Flieger hier. Nicht so cool, würde ich mal behaupten. So, ja, wir greifen trotzdem an mit unserem 3er Flieger. Schauen wir mal. Haben wir ihn dann auf 11 runter. Spielen dann noch den Azurmagier und haben jetzt mal ausnahmsweise mal genug Mana, um einen coolen Spell von ihm mal zu kontern.
aber wahrscheinlich wird er da gar nichts mehr großartig spielen, weil er seine ganzen bedrohlichen Sachen schon auf dem Feld hat. So, was machen wir? Wir blocken den mit dem, den mit dem und ziehen noch eine Karte, bevor der stirbt. Ja, ein Land, sehr schön. Ja. Und er spielt die Ghoul-Horden, na, die hätte ich jetzt. Anstatt Karte zu ziehen, lieber auf das Abbrechen warten sollen, aber gut. Ja, jetzt haben wir ein dickes Problem. Nämlich diese angreifenden Horden hier, die uns, wenn wir mit dem angreifen und ihn auf 8 Lebenspunkte runterziehen, machen die uns 9, 10, 11, 12, 13, 18 Schaden und nächste Runde sind wir auf jeden Fall tot. Wir können zwar das Blatt wenden und minus 2, minus 2 machen, das wären dann 8 Schaden weniger. Ja. Nee. Was sind mehr Schaden hier, ne? Nicht 18. Doch. 2, 4, 6, 8. 3. Ja. Das wären dann nur 10 Schaden. Nächste Runde sind wir dann trotzdem noch tot, weil wir keinen Blocker mehr haben. Wir können uns nicht erlauben anzugreifen. Wir kriegen jetzt jede Menge Schaden rein. Aber wir müssen blocken. So. Wen blocken wir jetzt? Also erstmal spielen wir das Blatt wenden. Also können wir momentan nicht. Okay, wir müssen erst blocken. Eine Kreatur zu traden macht keinen Sinn. Weil wir dann überhaupt keinen Blocker mehr haben. So, das heißt, wir blocken einen von den beiden. Noch geht das ja, weil wir genug Lebenspunkte haben. Das heißt, die überleben auf jeden Fall. Das heißt, wir kriegen 9, 10, 11, 16 Schaden. Ja, wir müssen das Blatt wenden jetzt auch spielen. So. Das heißt, wir kriegen 10 Schaden. Ich hoffe, dass wir irgendwas Cooles noch ziehen. Was das Blatt noch... Ja. Da kommt wieder ein Ghoul, aber den erlaube ich ihm jetzt nicht. Weg mit dir. So, wir haben einen Traumdrachen. Das heißt, wir haben einen extra Blocker. Wir haben einen extra Blocker, Leute. Nicht, dass es uns großartig was bringt. Wir können nicht angreifen. Wir brauchen beide Kreaturen zum Verteidigen. Wir haben jetzt einen 10-10, das heißt, wir müssen den blocken. Das ist natürlich blöd, dass er jetzt noch ein Land zieht. So. Ja, wenn wir beide Kreaturen gegen ihn schmeißen, ich denke mal, wir nehmen 5 Schaden von ihm und dann ist wenigstens der 2-2er tot. Und wir haben unseren 5-5er noch. Wir müssen jetzt nächste Runde eine Kreatur ziehen. Und wir ziehen ein Land. Ja, dadurch sind wir tot. Können nichts mehr machen. Können ihm nochmal... Also wenn ich jetzt den zurückhalte, bringt es auch nichts, weil er macht mit jedem tödlichen Schaden. Das heißt, ich kann ihm jetzt den Führer nochmal angreifen. Aber es reicht nicht, um ihn zu töten. Er macht uns nächste Runde tot. Außerdem kommt noch ein Totengräber und holt ihm noch zwei, also den Totengräber und noch eine extra Kreatur aus dem Friedhof wieder ins Spiel. Nämlich nochmal den Totengräber und dann noch sogar nochmal eine Kreatur, wenn er möchte. Ja. Dagegen können wir jetzt nichts mehr ausrichten. Konnten wir vorher schon nicht. Komm, greif uns an.
sind da dahin. Ja, heftig. Gut. Das heißt, auch diese Runde müssen wir neu spielen, aber das erst in der nächsten Folge. Bis dahin, have fun, euer Koali. Tschüss.